Da hinten kommen die Trainingspartner. Heute Morgen geht's los, Canicross-Training. Vier Mann, vier Hunde. Und los geht's heute am Reservistenheim. Wir laufen die berühmt-berüchtigte Canicross-Strecke. Und mal gucken, was uns heute alles erwartet hier. Ich bin gespannt. Ja, heute Morgen auf dem Programm ein lockeres Training. Ich mache erstmal den Hund bereit, lege ihm das Geschirr an. Wurde auch schon angesprochen, dass ich mir mal ein anderes zulegen solle, dass das hier nicht so optimal wäre. Gut, ich denke, für heute wird das nochmal ausreichen. Pack den Hund an die Leine. Und dann geht's auch schon ab hier mit den Profis auf die Piste. Zwischendurch hat mir der Wolfgang, der hier mit dem Goofy unterwegs ist, verraten, dass er demnächst auch bei Terra X bei ZDF zu sehen ist. Das ist also schon, ich habe es hier mit richtigen Fernsehstars zu tun und freue mich, dass wir hier uns durch den Wald ackern. Mit richtig viel Spaß am Start hier. Und bei den Zweien, da hat man das Gefühl, dass wir rückwärts laufen. Ja, heute Morgen ein kurzer Abstecher an die Dianaburg. Hier sind auch schon die ersten Wanderer im Wald unterwegs. Und die Hunde, die sind so in voller Action hier. Den Abschluss unserer Canicross-Tour hat dann der schöne Single-Trail hier gemacht. Der Wolfgang gibt hier die Pace vor. Und der Fred und ich, wir fliegen einfach nur hinterher durch den schönen Wald hier. Tolle Morgenrunde hier mit den Zweien. Und dann geht es auch schon wieder zurück zum Fahrzeug, die Hunde versorgen. So, Fazit vom heutigen Tag. Canicross Training mit ganz vielen Hunden heute. Hat super Spaß gemacht. Wir haben 8 Kilometer auf der Uhr. Wie lange waren wir unterwegs? Waren 45 Minuten unterwegs. Schöne Bergetappen dabei. Und bin gespannt, was in den Videos rüberkommt. Vielen Dank fürs Reinschauen, euch noch einen schönen Tag und geht raus in den Wald, geht laufen, habt Spaß, bis dann, ciao.